Oh, ich bin so aufgeregt, Mann. Teil 2, wieder meistens scheiße. Nee, ich versuche das jetzt diesmal ganz positiv anzugehen und ich habe jetzt eine Idee. Wir quatschen gar nicht am Anfang so viel, sondern ich mache so ein kleines Intro-Clipchen, das ist ganz kurz. Und dann erscheint auch als unglaublich geile Titeleinblendung, um was es heute geht. Okay. Weil ne, du sitzt hier nicht nur als Regisseur von Rage on Stage, sondern du hast sehr viele Funktionen bekleidet in diesem Film. Und über Regie haben wir noch ganz oft bestimmt zu reden. Heute machen wir mal was anderes. Vielleicht erklärst du kurz. Der Superschließmechanismus bedeutet ja, ist etwas ganz Wichtiges in dem Film, ne? Dass nichts, alles bleibt zu und man kann nichts machen. Niemand kann rein und niemand kann raus. Gut. Ich hätte mich hier. Wehgetan? Das war ein Glück, dass er sich nicht wehgetan hat. Marc, ich würde heute mit dir über Produktion sprechen und habe mich gefragt, war das teuer? Das war nicht geplant. Also nee, ich glaube, wir haben dann eine Scheibe geklaut und die da reingesetzt. Das waren eben alles so alte Scheiben und konnte dann, es gab ja immer gut genug Handwerker bei uns. Man konnte ein Fensterkit rausmachen, das dort reinsetzen. Das war ja sowieso ein altes Haus bei den. War nicht so genau geguckt hat, was schon ziemlich im Verfallen begriffen war. Ich erinnere mich, dass ich mich ganz so erschrocken habe, dass er sich aufschneidet, aber alles andere habe ich vergessen, heißt, hat keine Rolle gespielt. Wir haben irgendwo anders eine Scheibe rausgeklaut. Oder wir haben keine Scheibe, wir haben nicht mal mehr eine Scheibe reingesetzt, wir haben einfach Metall reingesetzt. Und spätere Aufnahmen von außen, die sind auch wirklich im Film. Ja, ich erinnere mich. Da ist dann dieses Metallding. Genau. Ja. Weil ich habe das auch rausgesucht, weil das ist übrigens tatsächlich, ich habe in der ersten Folge schon mal behauptet, wir würden hier nie Sachen aus dem tatsächlichen Rohmaterial vom Film sehen. Das stimmt insofern nicht, als dass ich natürlich gerne mal was zeige, was später in den Film nicht reinkommt, weil in dem Film wird diese Scheibe nicht kaputt gehen. Das darf nicht. Das ist ja lächerlich. Der hat auch volle Kanne gegen. Ich meine, ist auch geil, ne? Also, und das ist auch, was Fabian ist das? Hat. Das war Styropor, ne? Ja, genau, so ein Styropor, so soll so ein Ziegelstein sein und. Der konnte man nur dann spielen, wenn er es echt gemacht hat. Also wenn er ausflippt, muss, da brauchte er immer so eine, da brauchte immer so was Echtes. So wirklich voll gegengeknallt. Aber genau, ich habe es rausgesucht, weil für mich ist Produktion viel Verantwortung oder eigentlich die Verantwortung möglicherweise sogar, so letztendlich, ne, auch wenn man vielleicht mit denkt, der Regisseur trägt doch die ganze Verantwortung, den ganzen Stress, aber naja, der Produzent, der hat irgendwie das Geld organisiert oder verantwortet, was mit dem Geld, das vielleicht gar nicht da ist, aber mit den Ressourcen, die da sind, dass das umgesetzt wird. Und wenn dann was schief geht, wenn sich ein Darsteller verletzt, wenn was kaputt geht, wenn und so weiter, also ich fand, dass da so viele Sachen auf einmal so drin steckten und du hast das in doppelter Funktion gehabt. Oder würdest du sagen, es gab noch einen Produzenten bei Rage on Stage? Es gab, im Prinzip gab es ja, wie du weißt, nur ganz wenige Positionen, die ganz klar waren. Ne? Also Kamera, du, Licht war ganz klar, Matze, Hoback macht das, Ton, Make-up. Das waren so die ganz wichtigen Sachen. Es war klar, wir machen einen Zombie-Film, wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert, es muss irgendwie geil aussehen, es muss immer hinter der Kamera stehen und ich muss mit den Leuten reden. Und den Rest... All die anderen Funktionen, die den Film überhaupt möglich gemacht haben, all die anderen Helfer, die haben tausende Funktionen, also ganz viele Doppel- und Dreifachfunktionen. Und letztendlich hat jeder mitproduziert, also nicht nur, dass er alles kostenlos, was er hat, mit also seine Autos, seine Sachen, seine ganze Freizeit, alles, was er noch an Technik hat, mit reingeschmissen hat. Und das überhaupt möglich gemacht hat. Und aus 2 Wochen sind dann ja insgesamt mit der Drehphase 2006 und 2007 5, 6 Monate geworden. Weiß auch keiner mehr. Ist so total explodiert. Das haben ja alle mitgetragen. Ja, und du und auch andere haben ja wirklich richtig noch Geld reingesteckt. Also das ging ja in... Also ist kein Buch geführt worden. Also wenn die immer erzählen, dass die alten Haudegen, Herzog und Co. Ihre Quittung im Schuhkarton aufbewahrt haben, dann ist das eine richtige Ordnung gewesen im Gegensatz zu Rage on Stage. Weil, wenn ich mir daran denke, wie viele Wochen wir Bier für alle an der Tanke gekauft haben, weil wir es nicht mal hinbekommen haben zu sagen, ey Alter, wir müssen jetzt, wo die Kaufhalle auf ist, müssen wir jetzt nochmal los und günstiges Bier kaufen. Sondern, 1 Uhr nachts, wir brauchen nur Bier. Und dann haben wir das gekauft und mal konnte ich was... Das bezahlt, man hat es irgendjemand bezahlt, man hat irgendjemand Brötchen gekauft und so weiter. Also alle haben das irgendwie zusammen produziert. Das ist sehr schön, aber auch ist es schon sinnvoll, das alles
auch zu trennen und so weiter. Mhm. Ne? Wir können ja mal später auch noch, werde ich ein paar Ausschnitte zeigen, die, oder einen Ausschnitt zeigen, wo man mal nochmal ganz gut drüber sprechen kann, wofür viel Geld eigentlich ausgegeben worden ist. Denn vieles, was wir uns jetzt mal anschauen mag, dafür haben wir gar kein Geld ausgegeben, sondern ich weiß gar nicht, wie du das immer alles hinbekommen hast, dass wir so unglaubliche Locations hatten. Wir hatten ein ganzes Theater für uns. Das ist für mich jetzt eine Produzentenleistung. Wie um alles in der Welt hast du denn das hinbekommen, dass wir in so einem Theater so drehen konnten, wie man das da jetzt sieht? Wir konnten da Schienen über die Sitze bauen, mit einem riesen Kran, laufen da gerade keine Stücke. Was ist da los? Also es ist tatsächlich so, dass ich mir extrem den Arsch aufgerissen habe für Locations. Und weil ich also alles haben möchte und den Leuten richtig auf den Sack gehe, kriege ich viel, gebe aber wenig zurück. Das ist ein bisschen ein Problem gewesen, haben wir in Wismar gedreht. Und gerade in diesem Theater, da lief nicht besonders viel. Wir haben im Sommer gedreht, da war ohnehin nicht viel los. Das war auch so im Umbau begriffen und so weiter. Darum war das gerade so ein günstiger Leerstand. Und ich habe da selbst mal inszeniert, also mit jemandem zusammen. Da ging es um Theaterfilm. Darum kann ich die Leute alle. Und man muss ihnen leider sagen, dass das gilt eben auch zur Produktion, dass da eher verbrannte Erde hinterlassen worden ist, weil ich natürlich alles nehmen will, alles mache und dann, ist egal. Also ich glaube nicht, dass ich jemanden gefragt habe, ob wir das darüber legen. Wir hatten ja dann oft einfach auch die Möglichkeit, dort ganz ungestört zu arbeiten. Es wurde dann am Ende abgeschlossen und so weiter. Es gab noch jemanden, der sich ein bisschen drum gekümmert hat, der war aber eher weit weg, hat gedacht, macht mal und so. Wir haben einfach da rumgesaut, ne? Und natürlich hatte ich auch immer die Idee, natürlich alles für den Film und das ist doch jetzt geil, wenn das ist und so weiter, und konnte auch, hätte auch nicht verstehen können, wenn jemand sagt, das geht aber gar nicht, da müssen wir Tücher runterlegen oder sowas. Das habe ich überhaupt nicht. Also warum das total clever ist, dass Produktion und Regie getrennt ist und warum es so viele Geschichten über die Trennung gibt, hängt damit zusammen, dass das wichtig ist, dass es ein Gegenpol gibt. Nicht nur den finanziellen, sondern auch die Ordnung, die Buchhaltung, das Gesamtpaket. Wenn es eine Person ist, müsste ich ja schizophren werden. Bei mir hat nie der Produzent gewonnen, immer der Regisseur. Den Produzenten habe ich immer nach Hause geschickt. Und wenn, dann bin ich zu dir gekommen und sage, gib mir nochmal 2000 Euro, Christian, und du hast mir es gegeben. Also, ich musste das mal haben und irgendwie so, was? Weil der hatte ja nur einfach dem Publikum das vielleicht, den müssen wir mal anschreiben. Wir haben ein ganz tolles Projekt, das ist richtig viel Kohle. Naja, genau, also es ist ja wirklich Wahnsinn. Genau, und der hat einfach immer, der hat immer verloren, ne, Produzent. Ich glaube auch, das wird so ein Ding mit vielen Folgen. Ne? Also lass uns mal einfach mal, also ich finde das total spannend. Aber es ist schön, dass du das so sagst. Ich vergesse in der ganzen, oh Gott, es ist nicht fertig geworden, 10 Jahre ist dieser Film, vergesse ich ja manchmal diesen. Das ist schön, dass du es so sagst. Es ist schön, dass du diese Sachen zeigst und sagst, Mann, stimmt, ein Theater ist auch toll. Ist doch prima, ist doch geil. Ja, ja. Nicht nur ein Theater, sondern also wir haben quasi auch es maximal inszenieren können. Also ich gucke es natürlich jetzt nur aus der Warte, dass das Kameramann ist, der quasi so viele Möglichkeiten setzt und Technik zur Verfügung bekommen hat, ein Team. Ich musste nie die Verantwortung dafür tragen. Also, ich habe die Verantwortung für die Bilder übernommen. Das war schon so, das fühlt sich auch immer sehr tough an und manchmal sehr entscheidend. Aber wie gesagt, wenn ich das nächste Mal in die Nähe von diesem Wismarer Theater gehe, guckt mich keiner komisch an oder so. Wahrscheinlich. Lass uns mal kurz einmal gucken, was denn was so ein schöner Team-Moment ist, der da gleich kommt. Also auch das ist ja so ein Moment, wo quasi der Produzent, der sagt jetzt einfach mal, wir haben es jetzt auch im Kasten. Also ich meine, eigentlich sagt es der Regisseur, deswegen war das wahrscheinlich dann auch 3 Uhr nachts oder so. Aber und das geht gar nicht auf. Noch so eine Location, die ich unglaublich fand, war, dass wir einen OP-Saal und einen ganzen Krankenhaustrakt für uns hatten. Und auch vielleicht, Zufall. Ja, und bevor wir vielleicht kurz darüber sprechen, wie der Zufall gelaufen ist, hier kann man ganz kurz sehen, selbst wenn ihr kein Geld habt, Leute, ihr braucht auf jeden Fall Fahrgeräte. Und das sind sie. Das ist unser Fuhrpark. Ein paar Fahrräder, ein Bulli. Und ein Auto, bei dem der Rückwärtsgang nicht mehr ging. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon im Arsch war. Ja, ich habe später auf einer Ewigkeiten, Ewigkeiten dieses Auto zurückschieben, wenn wir rückwärts fahren wollten. Ja. Ja, und dann hätte Matze, dort der Junge mit dem Basecap und der schwarzen Hose hier, hätte der nicht sein Auto zur Verfügung gestellt, ne, mit allem, was das heißt, dann hätten wir gar nichts gehabt, hätten wir mein VW. Ne, also das ist schon...
Wie ist denn der Zufall gelaufen, dass wir da drehen konnten? Weil dafür hast du doch auch keine Miete bezahlt. Nee, ich glaube nicht. Und die hatten, es ist so, dass es, wenn du einen OP-Raum hast, kannst du da nicht drin drehen. Also die Reinheitsvorschriften sind gigantisch. Okay. Und die hatten aber dort ein, zwei Brachliegen, nämlich diesen und den daneben. Mhm. Und darum kann man da einfach rein, weil es muss danach sowieso total sauber gemacht werden. Also, dass das wieder zum OP-Raum wird, bedeutet für die Leute nochmal richtig, da muss eine Firma rein. Keine Ahnung, wer das macht. Mhm. Und deswegen haben die gesagt, hier. Und wieder gab es diesen Ansprechpartner, der sich einfach nie blicken lässt. Und dann konnten wir da einfach sagen, hier hat aufgeschlossen, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Und da lief auch alles gut und alles sauber. Man muss wirklich sagen, Christian, das, was ich konnte und heute auch noch unbedingt brauche, ich habe ganz, ganz, ganz doll an den Film geglaubt. Und es fällt mir nicht schwer, andere Leute davon zu überzeugen. Meinst du, dass der mich überträgt? Genau, das überträgt sich und Leute haben total Bock zu helfen. Und das ist ganz wichtig und für alle. Und sie Vertrauen haben. Ja, genau. Also ich habe einfach in dem Moment gedacht, so, was wird der da gerade für ein Vertrauen oder uns, dem ganzen Team, entgegengebracht? Ja. Es sind, wir waren da ein Haufen junger Leute da. Mhm. Genau, also. Ja, das ist, keine Ahnung, also, da gibt es ja auch Geräte, keine Ahnung, wie teuer die sind, aber wenn man sich darauf setzt oder 3:45 früh, wir mussten ganz früh anfangen, das ist richtig, richtig früh. Boah, wir sind aber gut frisch dabei, wa? Ja, ich weiß, dass wir wirklich so halb fünf aufgestanden sind und so weiter, um das zu drehen. Wenn ich gerade sehe, wie Line, die die Maske gemacht hat, das ist die junge Dame hier gleich im Vordergrund, da so ihren Maskenkram aufbaut, was ist denn noch so wichtig an der Location, wenn man eine Location sucht, außer dass die irgendwie geil aussieht? Das ist natürlich erstmal das, woran man immer denkt, ne? Dass die möglichst überzeugend ist. Nicht in OP-Saal nachbauen, sondern echten haben. Nur, was muss denn eine Location noch bieten? Also ich hab so gedacht, ja stimmt, das ist total geil, dass sie da ihren Schminkraum aufbauen kann, dass draußen auch gleich eine Pausenecke ist. Es war alles super. Mhm. Also sie hat nur, ich finde, dieser Ort hat noch ganz viele andere Sachen erfüllt, die großartig sind. Also ich meine, denkst du über sowas nach, wenn du eine Location suchst? In erster Linie gucke ich, ob man da drehen kann und alles andere, wäre ich ein sorgfältiger Produzent, hätte ich bestimmt darüber nachgedacht, wo man, also ich finde das bei guten Produktionen, also wenn ich mal Gast war, fand ich das immer geil zu wissen, wo sind die Klos, wo kann man Pause machen, wo kann man rauchen, also all diese Fragen, die man kann, wo essen wir Frühstück und so weiter, Ansprechpartner, Telefonnummern, Listen für alle, die man, und so weiter, was man eben so hat, wenn man es ordentlich macht und so, ne? Das Tolle ist natürlich, dass wir immer ein kleines Team waren und einfach Lust hatten zu erfinden. So, das hatten einfach alle Bock. So, und ich muss dazu sagen, dass die Location ganz viele Vorteile hat, aber ich auch darüber nachdenke, das auch nochmal neu zu drehen. Weil sie eigentlich gar nicht richtig zu Rage on Stage passt. Weil du sagst, nicht nachbauen, sondern einen eigenen Raum. Und der Film ist so überhöht, das ist ja die Stärke des Films. Wir haben ja dann später noch mehr einfach die Räume gebaut, um sie überhöhen zu können. Und das ist eher, wir haben ja dann hier sogar noch eine kleine Krankenhaus-Soap gedreht, weil wir nicht genug zu tun hatten, haben wir noch einen kleinen Doktor, blablabla, irgendwas gedreht. Wollen wir die auch Spaß mal eigentlich reinschmeißen? Oder ich ja, guck doch mal, ich weiß gar nicht, wenn du das findest. Es ist ein bisschen obszön. Ne? Gott, wie jung ich bin. Okay, jetzt bin ich nicht nur sentimental. Aber es ist krass, also das so zu sehen, jetzt so dicht und in aller Ruhe. Genau, wir können mal kurz gucken. Also was ihr jetzt seht, ist hier mein Arbeitsplatz, der digitale, in dem es jede Menge Rohmaterial ohne Ende gibt. Und jetzt guck ich aber mal. Das, genau, ja, wenn du suchst, was das ja eben beweist, ist, dass eben alle Bock hatten, Scheiße zu machen. So, ne? Also einfach Lust haben zu drehen und nicht weggehen, sondern wenn wir schon im Krankenhaus sind, na dann bitte doch nochmal irgendeine Arztserie. Und Richard Jacobi, der sah einfach unglaublich gut aus als Arzt. Diese Klamotten, dann hat er genau da ist er. Dann war er mal der ideale Doktor, diese dunklen Haare. So, und dann wurde daraus gleich. Ja, das ist. Ich glaube, es ist ein. Ja, es ist ein längerer Clip. Ja, ihr seht, falls ihr das noch nicht, das Konzept noch nicht so ahnt, bei Folge 2, es wird noch jede Menge Folgen geben und das ist nur so ein Hauch von diesem ganzen Rohmaterial, das Making-ofs, das existiert, also der Rohaufnahmen, die existieren, nicht das Making-of selber, das kommt jetzt so Stück für Stück, Folge um Folge, werdet ihr immer mehr davon sehen und das ist so die Idee, dass man so spontan einfach mal was reinschmeißen kann. Ich krieg das unmöglich. Also aber kannst du, wenn du irgendwas abspielst? Ja, ich spiele einfach mal kurz ab, was hier so passiert. Ja. Sieht so ein bisschen soapig aus schon hier der Anfang. Der Chefarzt kommt. Wieso liegt denn der Papier? Ich muss schon. Das ist wirklich auch mit verschiedenen Einstellungen und so. Wirklich? Das musst du immer noch schneiden, ja. Also ich. aber ich erinnere mich, weil du bist doch krank. Guck mal, jetzt pass auf, wir können da mal kurz. Das in die, nicht mehr, ne? Pass auf. Du musst verarzt. Okay.
kann mich jemand zur Liege bringen? Hübscher Mann. Mein Name ist ab. Mein Name ist ab. Mein Name ist ab. Oh, 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 das habe ich noch nie gesehen. Ja, der Arzt. Holger, meine Schwester. Verarzt. Ja, aber jetzt mal ohne Quatsch. Ist es, warum alle mitgemacht haben. Wir haben uns wirklich gut verstanden zu der Zeit. Nicht immer. Aber sobald irgendeine Kamera an ist, hatten alle Lust, vor der Kamera, also irgendwas zu machen, irgendwas zu gestalten, irgendein Quatsch, irgendein Scheiß. Und Raid on Stage war plötzlich der Scheiß mit so einer Ernsthaftigkeit und mit so einer Attitüde von, es wird unser Langfilm und der soll verdammt nochmal geil aussehen. Ne? Also das war, nee, guck mal, das ist schon geil, dass wir das alles einfach hier anfassen und machen konnten und so, das stimmt schon, das ist schon geil. Genau, das war unser Ansprechpartner. Dann war der eben klar, wir müssen die Betten rausmachen, damit der Gang leer ist. Und das ist eben dieser Moment, weißt du, wenn dieser Ansprechpartner, das war mein Angstszenario, weißt du, wenn einer, wer ist denn hier für verantwortlich? So. Da war ich so froh, dass das mein Job war. Und irgendwie wurde, also das, ich habe aber gemerkt, dass das dann mit der Zeit ganz sinnvoll war, das manchmal auch aufzuteilen ist. Das ist, glaube ich, nie so richtig dann passiert, nicht konsequent, aber. Ich glaube leider, dass man dabei wahnsinnig wird, wenn man die ganze Zeit diese Verantwortung trägt. Ja, und ich kann ja auch nicht abgeben. Ne? Also das, deswegen ist es ihnen nie so gelungen. Ne? Das haben die Leute gemacht, was sie machen konnten. Und wenn man nicht so, also das, ich kann das nur anraten, das aufzuteilen. Also es macht Sinn, dass das die ganze Zeit, manchmal ist es, also es ist manchmal herrlich. Da drehen 5 Leute ne, irgendeinen kleinen Pupsi-Film, dann muss der Aufnahmeleiter, eine Produktion, also das ist total bescheuert. Ne? Dann soll man das wirklich frei und so machen. Aber ab irgendwie so 20 Leute oder ab einer Größe oder ab Geld, ab einer gewissen Größe, um Geld oder Zeit oder Filmlänge, muss man das machen. Sonst schafft man es nicht zu drehen. Da braucht man wirklich einen guten und erfahrenen Aufnahme oder Aufnahmeleiter oder Aufnahmeleiterin. Das ist Gold wert. Wenn ich immer noch die ganzen Leute, ey, du musst hier bleiben, dann musst du. So, und dann zurück und dann einen Anruf zu kriegen, also Herr Auerbach, das geht ja gar nicht, weil der. Also, wo ich so mitgekriegt habe, oh, Scheiße, wie kriege ich das hin? Die wollen uns aus dem Haus rausschmeißen und dann noch die Szene drehen. Und wenn dann noch einer irgendwie was von mir will oder die Spur, flipp ich aus. So, ne? Und es gab wirklich Tage, die waren wahnsinnig, wahnsinnig schrecklich. Ne? Also. Und du hast mir mal gesagt, wir machen vielleicht nur so kleine 6-Minuten-Sessions oder so. Ich glaube, wir können hier Stunden damit füllen. Mich bannt das und wir werden dann auch immer wieder reinsteigen. Ich habe mittlerweile, in meinem Stückprogramm habe ich so verschiedene Kategorien entwickelt, damit ich so die Sachen vorsortieren kann. Und da gibt es dann halt vor allem so die Orte und Szenen, dass ich weiß, wo die so stecken in dem Material. Aber jetzt gibt es auch so ein paar Oberbegriffe und einer davon ist Stress. Und vielleicht können wir das mal zum anderen, weil Stress meint auch ganz viel. Du kriegst gerade einen Anruf und da ist genau so eine Situation. Ja. Ja, und so weiter und so fort. Ich wollte jetzt so zum Abschluss einfach nochmal, wir können gerade so schön sehen, so ist so ein Team morgen, du kannst ja eine Crew quasi da irgendwie dazu motivieren, wir machen einen geilen Actionfilm, dann machen die das alles umsonst, aber sie müssen irgendwo pennen, sie müssen irgendwo ihren Schniedel waschen können oder die Mumu versorgen und sie müssen was essen. So. Mhm. Und das war einfach, also die Unterkunft war umsonst. Kostet, ne? Mitten in Wismar, wirklich mitten auf dem Boulevard, wo also Wohnungen schweineteuer sind, hatte meine Mutter so einen Sozialladen, in dem sie Menschen, die irgendwie so am Rand der Gesellschaft leben, so durch Kleinkunst so unterstützt hat. Und dieses Haus hat sie natürlich nur bekommen, klar, weil es ein sozialer Dienst ist und weil es total verloddert ist. Und die hatten nur unten ihr Geschäft, das haben die schön gemacht, aber der Rest des Hauses war leer und stand zum Verkauf. Die musste dann irgendwann auch raus, weil es natürlich verkauft worden ist, dieses Haus. Und das war unsere sogenannte Base. Mhm. Und dann oben hatten wir einfach diesen Raum, 2 weitere. Und dann ging es ja nach, da haben wir auch die Szene, die wir gestern gesehen haben, im Querverweis auf die erste Folge, wo wir alles grün gestaltet haben, haben wir da gedreht. Also wenn man da rausgegangen ist, gab es dann die Toilette und wenn man dann hochgegangen ist, gab es Wohnung um Wohnung und es gab noch eine Etage da drüber. Genau, es war unglaublich, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben da die Szene in dem Treppenhaus gedreht und die Szene eben beim öligen Stanley, der dort von den Gangstern besucht wird und den Film ins Rollen bringt. Das war toll, diese Base. Und wir haben eben alle in diesem Raum geschlafen, alle in dem gefeiert, in dem geraucht, gesoffen, gekotzt.
Da war nur eine einzige Toilette und ein Bad. Da mussten alle sich waschen und duschen irgendwie am nächsten Tag. Also alle, die es wollten. Was? Ganz oft nicht geduscht, weil ich das nicht ausgehalten habe. Diese Sachen, dieser Anfangsprozess hat natürlich Ewigkeiten gedauert. Immer, ne? Also viel zu lange gedreht, dann viel zu lange abreagiert, indem man einfach zu spät ins Bett gegangen ist und dann wieder immer auf den Boden geschlagen. Das ist wirklich, und sowas macht man einmal im Leben. Ne? Also das ist wirklich, ich freue mich, dass ich das einmal gemacht habe und machen konnte, dass wir das über so viele Jahre gemacht haben. Diesen Raum habe ich sehr, sehr gerne. An den erinnere ich mich unglaublich gern. Und ganz viele. Wirklich, liebe Zuschauer, ich würde auch wirklich gerne wissen, also ich meine, ich sehe das genauso, ich sehe da quasi auch, glaube ich, so irgendwie so ein Stückchen von meinem Bett. Das ist dein Bettzeug, ja. Genau. Und also ich empfinde das auch so, aber gleichzeitig denke ich, wenn ihr das hier gerade seht, ihr müsst doch denken, was, wie, das ist die Hölle. Schreibt es ruhig mal rein in die Kommentare, wir können auch gerne noch weiter drüber reden und euch das versuchen nochmal nahe zu bringen, warum das so wichtig für uns war. Kann man das so sagen, dass, also damit wir was zu fressen hatten und was zu trinken, also weil ich jetzt nicht nur Alkohol, wir einfach überleben konnten, dass da auch einfach viel Geld reingeflossen ist? Oder haben wir das zwischendurch aufgeteilt? Also ich meine, da hat doch keiner selber die Brötchen bezahlt, oder doch? Oder, ich glaub, oder ist das genau die Sache von, wir hatten den Karton nicht mal, wo wir irgendwie was sortiert haben? Genau, das gehört auf jeden Fall dazu. Also ist es so, dass ich tatsächlich ganz de facto von Christian, also von dir, wirklich eine Menge Bargeld bekommen, mein eigenes Geld. Ich hatte währenddessen studiert und dann immer, da habe ich so einen Bildungskredit, an dem ich heute noch abzahle, bekommen und war ja gar nicht beim Studium, so frei, semestermäßig irgendwie so gemacht und habe dieses Geld immer komplett, das waren bestimmt 600 Euro, dass ich jeden Monat immer bekommen habe, das konnte ich immer reinhauen und dann mir zusammen, manche haben uns unterstützt, gab ja viele Leute, die uns unterstützt haben, dass wir Bargeld haben und so weiter. Ne? Also du, Richard, da vorne, der sitzt, und Jan, der erst im nächsten Jahr dazukommt, die haben auch nochmal Geld gegeben. Letztendlich lief das, glaube ich, ganz oft im Großen und Ganzen über meinen Tisch. Ich hatte so eine Kasse, ne, so eine Pupskasse, und da komme ich gerade mit Brötchen rein. Ja, ich glaube, dass man das immer bei mir mehr oder weniger abrechnen konnte. Mhm. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute einfach gesagt haben, ach, oh, was sieht sowieso nicht durch, das gebe ich jetzt aus. Also, ich glaube, das haben ganz viele Leute gehört. Nee. Ich bin leider nicht bereit, in der Öffentlichkeit zu sagen, woher denn das Geld kam, das ich da investiert habe, aber dieses Geld, das war halt wirklich nur für ein paar Monate zu viel da, das habe ich total gerne da reingesteckt. Deine Drogengeschäfte, was jemand umgebracht. Nein, habe ich nicht. Aber, doch, man sagt, du hast jemanden umgebracht. Es gibt diesen Zeitungsartikel, weil hier ist der. Ja, also ich würde sagen, also Essen natürlich, so wie über die ganze Zeit, Essen, Verpflegung, Sprit und so weiter, auch da haben wir natürlich mal geguckt, das hat viel Geld gekostet. Das kann man gar nicht unterschätzen. Und natürlich dann später die Effekte. Also wenn dann die Effektjungs gekommen sind und so weiter, da haben wir dann immer richtig echtes Geld hingelegt, aber auch die Fahrten, um die Technik abzuholen, also überhaupt so beweglich zu sein, nach Berlin, zu Ari und so weiter, das war schon... Ich heb mir da übrigens noch ganz viel auf, liebe Leute, wenn ihr so denkt, so was von Spezialeffekten redet ihr denn und wie das hat was mit Zombies zu tun, habt ihr vielleicht noch gar nicht viel mehr sehen können in diesen Folgen. Da kommt noch so einiges, ein bisschen wollen wir auch die Spannungskurve noch so lassen. Also es, in Sachen Sets da gibt es noch einiges zu entdecken. Sets haben auch Geld gekostet, dann später. Genau. Das stimmt, genau. Oder wir haben irgendeinen anderen Auftragsdreh damit kombiniert. Also wirklich, bleibt dran, abonniert hier. Da oder dort. Oh, das muss ich noch lernen. Da. Abonniert hier. Ja. Nee, aber es kommt einfach noch mehr davon. Und vielleicht kann man das einfach. Jetzt hast du es zum zweiten Mal gesagt, Christian. Du hast das gestern schon gesagt und heute noch. Dann gibt es auch noch mehr, ne? Dass noch mehr Folgen kommen? Ja. Ja, ja, ganz sicher. Ich arbeite gerade an einem Trailer, der am Ende den Trailer, der mir behauptet hat, 2007 würde es die Premiere geben. Aber dann so quasi so, das gab es nicht, aber jetzt gibt es wenigstens ein Making-of. So. Und das habe ich so überlegt, ob ich noch als Gag-Nummer wirklich. Versprochen, wirklich. Ja. Echt jetzt? Ja, mal gucken. Ich bin ja nicht so der witzige Typ. Ich meine es ja alles ernst. Ja. So, raus hier aus der Nummer für heute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.